herzlich willkommen bei Planet Chamber Music. Mein Name ist Lena-Lisa Wüstendörfer und es geht bei uns heute um Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenquintett in A-Dur, Köchel-Verzeichnis 581 oder auch einfach das Stadler-Quintett genannt. Mozart, der vollendete sein Klarinettenquintett 1789. Er war damals 33 Jahre alt, aber schon 2 Jahre vor seinem Tod. Das Klarinettenquintett zählt also zu seinem Spätwerk. Mozart lebte zu der Zeit in Wien, war unabhängiger Komponist, immer auf der Suche nach Kompositionsaufträgen und Klavierschülern. Das Klarinettenquintett schrieb Mozart für seinen Wiener Kollegen und Klarinettisten Anton Stadler. Stadler, der war 3 Jahre älter als Wolfgang Amadeus Mozart und er war ein Logenbruder aus Mozarts Freimaurerloge. Die beiden kannten sich ziemlich gut. Stadler ging in Mozarts Haushalt ein und aus und die beiden scherzten auch ziemlich oft, sodass Wolfgang Amadeus Mozart Stadler ganz liebevoll Riebiesel-Gesicht nannte, was so viel heißt wie Johannisbeer-Gesicht, da offenbar der Klarinettist, wenn er virtuos spielte, doch auch einmal rot anlief. Nun, Mozart, der liebte die Klarinette. Die Klarinette liebte er vor allem wegen ihres gesanglichen Timbres. Es war für ihn gewissermaßen ein Sinnbild der menschlichen Stimme. Und Stadler beherrschte das Instrument exemplarisch gut. Nicht nur die normale Klarinette, sondern auch die tieferen Instrumente, also das Bassetthorn oder die Bassettklarinette. Für die Bassettklarinette ist dann auch Mozarts Klarinettenquintett geschrieben und auch das berühmte Klarinettenkonzert. Nun, die Bassettklarinette, die frühesten Exemplare, die man so in den Museen findet, die stammen von 1770. Stadler soll aber ein Exemplar gespielt haben, das 1788 vom Wiener kaiserlich und königlichen Hofinstrumentenmacher Theodor Lotz erfunden und gebaut wurde. Weil Mozarts Autographe aber nicht mehr erhalten sind, sondern nur noch gedruckte Partituren und Stimmen aus dem frühen 19. Jahrhundert, die eben für Klarinette geschrieben waren, Versionen für Klarinette, werden diese Stücke heute oftmals auf der normalen Klarinette, auf der heute gebräuchlichen Klarinette gespielt. Wir werden es aber heute auf der Bassettklarinette hören. Was besonders beeindruckend ist an diesem Klarinettenquintett ist, dass es gewissermaßen von einer melancholischen Heiterkeit geprägt ist. Es gibt ganz viele Stellen, wo Dur in Moll umschwenkt. Dieses Klarinettenquintett, man könnte so sagen, hat 2 Seelen in seiner Brust. Das Klarinettenquintett besteht, wie man es erwarten würde, aus 4 Sätzen. Der 1. Satz, Allegro, der 2. Larghetto, der 3. ein Menuett mit 2 Trios und der 4. Allegretto con Variazioni. Der 1. Satz, in dem ist besonders das Hauptthema spannend. Und zwar gleich aus 2 Gründen. Erstens, weil sich in diesem Hauptthema 2 gegensätzliche Motive enthalten. Einerseits die Streicher und andererseits die Klarinette. Nun, die Streicher, die haben eine ganz melodische Linie in ruhigen, absteigenden Halbnoten. Die Klarinette aber, die hat eine ganz aufgeregte 16-Partie. Was auch spannend ist, ist, dass in der 8-Takt-Periode, die hier zu Beginn dann zu hören ist, die Instrumente nicht gleich viel Anteil haben. Die Streicher haben 6 Takte, die Klarinette nur 2. Das ist außergewöhnlich für eine 8-taktige Periode, die normalerweise eben in 4 und 4 aufgeteilt ist. Nun, wir werden uns das gleich einmal anhören. Wir hören also zuerst die Gegenüberstellung dieser
Linie mit den virtuosen Sechzehntel und den beiden Instrumentengruppen. Die Sechzehntel Arabesken der Klarinette, die werden dann im Mittelteil, also in der Durchführung dieses ersten Satzes, separat abgespalten und aus diesem Element entstehen virtuose Passagen. Das Motiv, das am Anfang nur klein enthalten war, das nimmt hier ganz prominenten Platz ein. Wir hören gleich mal rein. Nun, neben diesem beherrschenden Hauptthema gibt es in diesem ersten Satz auch ein ganz prominentes Seitenthema, ein sehr sangliches Seitenthema mit Ohrwurmcharakter. Die Violine, die beginnt über einem Pizzicato und die Klarinette übernimmt nachher und führt das Ganze mit einer Mollfärbung ein. Wir hören uns das an. In diesem Stück vermittelt Wolfgang Amadeus Mozart gewissermaßen zwischen dem konzertanten solistischen Anspruch einer Klarinette und der durchbrochenen Arbeit, die man aus einem Streichquartett sich gewohnt ist und man auch dort erwarten würde. Nun, was heißt durchbrochene Arbeit? Das heißt, es ist in einem Streichquartett durchaus möglich, dass ein Instrument mit der Melodie beginnt und das andere Instrument übernimmt diese Melodie, führt sie fort, ohne dass aber die ganze Melodie unterbrochen wird. Wir wollen uns gleich mal so einen Ausschnitt anhören. Thank you.
hat in diesem Ausschnitt also gehört, wie die Melodielinie von den Violinen zur Klarinette überging, wieder zur ersten Violine gewechselt hat, bevor sie dann wieder vom Blasinstrument aufgenommen wird. Der zweite Satz, das Larghetto, funktioniert ganz anders. Es ist der langsame Satz in einem ganz ruhigen Grundgestus und es erinnert automatisch an das Klarinettenkonzert von Mozart. Nicht nur in der Klarinettenstimme, sondern auch in der Begleitung. Ja, und aus dieser wunderschönen Klarinettenmelodie entwickelt sich nach und nach ein Dialog zwischen Klarinette und der ersten Violine, die sich dann in gewissermaßen einem Zwiegespräch unterhalten. Wir hören uns das an. Nun, der dritte Satz, das Menuett, beginnt mit einem Menuett. Und dieses Menuett, das zeigt ganz kantable Qualitäten auf. Der zweite Teil, den wir dann hören werden, das erste Trio, ist im Charakter ziemlich ähnlich, aber gehört ganz den Streichern. Es ist ganz ohne Klarinette geschrieben. Im Gegensatz dazu ist das zweite Trio dann wirklich der Klarinette gewidmet und zeigt einen waschechten Ländler. Besonders interessant ist im Menuetto-Teil, dass er sehr stark mit dynamischen Unterschieden arbeitet. Wir haben also Forte, das ganz strikt neben Piano steht. Wir haben viele dynamische Angaben von Mozart dort drin. Die einheitliche Stimmung im gesamten Werk, die besteht darin, dass immer wieder diese absteigende, langsame Linie, die wir bereits aus dem ersten Satz kennen, vorkommt. So dann eben auch am Anfang dieses Menuetts. Auch hier ist die herabsteigende, langsame Linie, die dem Ganzen so einen ruhigen Charakter gibt, sehr präsent. Wir hören rein. Der vierte Satz schließlich, das Allegretto con Variazioni, wartet mit Variationen auf, in denen jedes Instrument im Quintett ein Solo hat. Das Grundthema, das ist eine Gavotte. Es hat den Tanzrhythmus einer Gavotte und die wird jetzt jedes Mal anders dargestellt. Es gibt eine Moll-Variation, die natürlich obligatorisch ist in so einem Variationensatz und diese Variation, die wird von der Bratsche übernommen. Das war wahrscheinlich auch die Variation, in der Wolfgang Amadeus Mozart selber Solo gespielt hat, denn es ist bekannt, dass er in seinen späten Kammermusikwerken doch sehr gerne auch Bratsche mitgespielt hat. Wir hören uns diese dritte Variation einmal an. Thank you.
In diesem Variationensatz gibt es die ersten vier Variationen, in denen eben verschiedene Soloinstrumente spielen. Darauf folgt eine Variation im Adagio, also eine viel langsamere als bisher gehört. Und die ist eigentlich praktisch der Höhepunkt dieses Satzes. Am Ende steht hier praktisch die Zeit still. Es wird mit Akkorden gearbeitet, man vergisst die Zeit, bevor es nachher richtig losgeht. Die letzte Variation, die ist schlussendlich ein ganz schmissiger Kehraussatz. Mozart, der schuf mit diesem Werk das erste Werk, das Klarinette mit einem Streichquartett kombiniert hat. Er setzte damit einen Standard, den wir jetzt dann auch gleich im Konzert genießen dürfen.